Verschärfte Kontrollen bereits am Eingang des Paketdienstleisters. 72 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert. 55 weitere sollen jetzt vorsorglich erneut getestet werden. Bei ihnen fiel das Ergebnis zunächst negativ aus. Die Fälle sollen im Zusammenhang stehen mit weiteren Covid-19-Erkrankungen in einer Kita und an einer Schule in Hannover, so das Gesundheitsministerium. Das zeigt, das Virus ist nicht weg, es ist nicht besiegt. Und immer da, wo viele Menschen zusammenkommen, gibt es eben auch das Risiko, dass sich Leute anstecken und infizieren. Aus unserer Sicht ist das gut handelbar, weil wir sehr gut die Infektionsketten nachverfolgen können. Wir wissen also, woher die Infektionen kommen. Es wäre viel, viel schwieriger, wenn wir diese 72 Fälle über alle möglichen Unternehmen und Regionen verteilt hätten. Der erste positive Befund lag bereits vor rund 2 Wochen vor. Es sollen allerdings ausschließlich Beschäftigte des Verteilzentrums betroffen sein und keine Paketzusteller.